Assetto Corsa hat neben Grafik, Auto und Streckenmods auch jede Menge Apps, die dein Racing-Erlebnis wirklich verbessern können. Und die besten neuen davon, darunter Carradar, Relative-Anzeige, ACC-Grafiken und sogar eine Drohnenkamera, gibt's im heutigen Video. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Champion Joe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute geht's weiter mit meiner Assetto Corsa Einsteiger-Serie. Viel haben wir schon gelernt, welche AC-Version man sich überhaupt kaufen sollte, welche essentiellen Mods es gibt, wie man Mods in AC überhaupt installiert und wo man die besten herbekommt. Klar, ein Abo auf dem Channel schlägt natürlich nichts. Kann ich das so? Aber wenn ihr die vorherigen Videos in der Playlist noch nicht gesehen habt, dann lege ich die euch natürlich wärmstens ans Herz. Könnt ihr jetzt auschecken, oben rechts habe ich den Spaß für euch verlinkt. Und wir machen heute weiter mit Teil 5 und den 9 besten Apps für Assetto Corsa, die meine persönlichen Favoriten sind. Also das sind alles Apps, die ich persönlich auch verwende. Und wir starten rein mit App Nummer 1 und das ist CBV FuelCalc. Das ist ein Spritrechner. Da ist kein großes Geheimnis dahinter. Das Ding soll den Sprit berechnen und das macht es auch. Aber es gibt ein paar Clues, weil man kann den hier so richtig schön klein lassen und sich irgendwo hinschieben im Menü, dass man den gut sehen kann. Sieht man jetzt zum Beispiel, für ein 20-Minuten-Rennen würden wir 34 Liter brauchen. Aber woher weiß denn das Programm das überhaupt? Ich bin ja noch gar nicht gefahren. Es kann Runden speichern. Und hier sehen wir jetzt schon, er hat 162 Runden gespeichert, die für das Fuel Average zählen. Und insgesamt Runden gefahren bin ich 182. Also es ist richtig, richtig genau. Wenn man hier auf Start stellt, kann er extrem viele Runden speichern. Ich kann wählen, ob es ein Zeitrennen ist oder ein Rennen auf Runden und kann mir dann zum Beispiel sagen, okay, mein nächstes Rennen, das ich jetzt fahre, ist ein 30-Minuten-Rennen plus eine Runde. Da kann ich hier nochmal eine extra Lap angeben. Dann sagt er mir jetzt schon, ich werde ungefähr 53 Liter brauchen. Wenn man dann nochmal eine Runde extra macht, um sicher zu gehen, dann geht dir niemals der Sprit aus. Und deswegen einer meiner Favorite Apps und die darf niemals fehlen, CBV FuelCalc von Cerebral Vortex. Alright, die nächste Mod ist von AW939 und es ist Map Display Extended. Was könnte diese Mod wohl machen? Ja, es ist einfach eine Karte, die ihr euch anzeigen lassen könnt. Und das ist manchmal wirklich ganz nützlich, vor allem wenn man ein Rejoin hat oder man will wissen, oh, wie weit entfernt ist denn der Leader oder wie weit entfernt ist denn das nächste Auto, auf das ich versuche aufzuschließen. Und das ist die beste Map, die ich bislang gefunden habe. Ihr könnt auch die Größe ändern, ihr könnt das hier schön größer machen. Oh, das geht jetzt hier bei euch schon ein bisschen raus. Das ist jetzt ein bisschen vielleicht übertrieben, aber ihr könntet euch das so groß machen und ich fahre jetzt einfach mal los. Dann seht ihr, werde ich jetzt hier schon als Punkt angezeigt und ihr könnt jetzt hier auch ändern. Zeigt es zum Beispiel die Initialen an, CJ für Champion Joe, Display Card, No Position, Display Position. Also jetzt zeigt er bei mir P1 an, weil das hier eine Trainingssession ist. Oder zum Beispiel auch, wenn ihr ein Multiclass-Rennen habt, könnt ihr euch anzeigen lassen, auf welcher Position die Autos pro Klasse sind. Also sehr, 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 sehr nützlich. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Meiner Meinung nach die beste Map, die man sich nur wünschen kann, von AW939 Map Display Extended. So, und ich habe jetzt während dem Fahren unsere nächste App einmal aktiviert. Und zwar nennt sich die Helicorsa! Und in der konnte man jetzt gerade richtig schön sehen, dass mir die AI da in die Seite reingefahren ist und dass die drei Pappenheimer da jetzt warten. Ja, es gibt mittlerweile auch vom Custom Shaders Patch ein Carradar. Aber ich bin halt oldschool. Ich habe mich an Helicorsa gewöhnt, weshalb ich die App auch weiterhin mit Freuden allen möglichen neuen Assetto Corsa-Spielern empfehle. Ja, das Map Display. Da sieht man dann auch, wie die Autos schräg zu einem stehen. Das ist dann nochmal ein bisschen akkurater. Aber Helicorsa an und für sich funktioniert eigentlich super. Und wie ihr seht, verschwindet komplett, wenn keine Autos um einen herum sind. Und sobald man die Lücke schließt, ich werde jetzt ein bisschen reindiven in die nächste Kurve, dann sehen wir das auch. Dann seht ihr, okay, ich kann ihn jetzt auf meinem Display nicht mehr sehen, aber ich weiß, er ist da. Und das hilft halt im Online-Spielen so enorm, um sauber, fair gegen Gegner fahren zu können. Er ist innen, ich bin außen. Jetzt kann ich ihn wieder sehen. Versuch's übers Gras. Kevin Estre Move. Das ist die Power von Helicorsa. Holt euch die Mod auf jeden Fall. Natürlich alle Links heute, alle unten in der Videobeschreibung.
Die nächste App ist für mich persönlich der heilige Gral der HUD-Elemente. Das ist Race Essentials. Wenn ihr meine Videos schaut, wenn ihr meine Streams schaut, kennt ihr dieses HUD, weil ich es quasi ständig benutze. Und für mich persönlich ist es das beste HUD in Assetto Corsa, weil es das einzige HUD-Element ist, bei dem man alles auf einen Blick sehen kann. Man hat die Ganganzeige und wenn ich durchbeschleunige, sehe ich, wenn die Zahl rot wird, muss ich hochschalten. Ich sehe hier die Zeit, die vergangen ist. Ich sehe eine Personal Best. Ich sehe eine Session Best. Und kann mir auch das Delta mit Klicken jeweils umstellen auf B oder P, also auf Session Best oder Personal Best. Was sehr, sehr gut ist. Klar, Positionsanzeige, Lap-Anzeige. Ich sehe meinen Gas- und Bremspedal-Input. Ich sehe, wie viele Liter noch im Tank sind. Ich kann mir hier auch dann, wenn ein Rennen läuft, dort anzeigen lassen, wie lange oder wie viele Runden mein Tank noch halten wird. Und noch einige andere Dinge. Für mich mit Abstand die beste App, die es da draußen gibt. Also ohne Race Essentials, ohne mich, sage ich ja immer. Kann ich nur empfehlen, Race Essentials. Ihr müsst euch einen Account machen im Assetto Corsa Forum, um die noch runterladen zu können, weil der Modder hat die Actual aufgegeben, die Mod, und hat sich eine neue Mod gemacht, die ich aber gar nicht so gut finde. Aber die schauen wir uns trotzdem jetzt an. Und zwar ist das die hier, der Sidekick. Und das ist auch wirklich keine schlechte App. Man sieht auch hier die richtigen Schaltpunkte mit Gelb und Rot gekennzeichnet. Man sieht auch hier Temperatur, Druck, Verschleiß. Aber es ist alles nicht so wie bei Race Essentials. Also hast nicht alles auf einen Blick. Ein paar Informationen sind dann halt eben doch flöten gegangen. Und für was? Für dieses schlanke, toll aussehende Design, was man wirklich loben muss. Also das schmiegt sich wirklich super überall an im Vergleich zu den Race Essentials, die halt ein großer Klotz sind und die man in ihrer Größe auch nicht einstellen kann. Also die sind halt einfach so, wie sie sind, während man hier ein bisschen mehr Freiheiten hat und sich das Ding hier über die Optionen, die ihr jetzt besser sehen könnt, jetzt sehe ich nichts mehr, oh Gott, wird vielleicht runterbremsen, könnt ihr wirklich alles Mögliche einstellen. Das ist schon wirklich deutlich, ja, individualisierbarer, als es die Race Essentials sind. Aber trotzdem für mich die Race Essentials die bessere App. Okay, ich hink jetzt hier zwar ein bisschen hinterher, weil die AI einfach schon mal durchgestartet ist. Aber das ist die nächste Mod, die ich euch zeigen möchte. Und zwar Sub Standing Extended. Ich habe jetzt hier auch, wie ihr sehen könnt, alle möglichen Informationen, die gerade angezeigt werden. Normalerweise kann man das auch ein bisschen, ja, kleiner machen, das Ganze. Hier werden jetzt gerade so viele Infos angezeigt. Und diese Mod, die kann etwas, was keine andere Mod in Assetto Corsa kann. Und zwar die Abstände zwischen zwei Autos akkurat aufzeigen. Wir sehen hier, mein Abstand zu meinem Vordermann sind 0,3 Sekunden jetzt im Moment. Weil dieses Programm kleine Minisektoren benutzt, um die Abstände zu berechnen, was Kunos damals mit Assetto Corsa nicht hinbekommen hat. Also wenn ihr eine Relative-Anzeige haben wollt, dann müsst ihr euch Substanding Extended holen. Und das lohnt sich absolut. Man kann auch hier kleine Vorschaubilder reinmachen. Dann könntet ihr die Auto-Liveries links neben den Namen sehen. Man kann jetzt seit neuestem auch die Nationalitäten sich da anzeigen lassen, was natürlich cool ist. Und man sieht, wer wie viele Pitstops hatte und vieles, vieles mehr. Hier werden jetzt noch die Sektorenzeiten angezeigt und man kann es wirklich noch richtig schön individualisieren, auch was die Schriftgröße angeht, wie viele Zeilen es gibt, wie es im Qualifying aussieht, wie es im Training aussieht, wie es während dem Racing aussieht. Also es ist einfach eine richtig, richtig gute App und ein absolutes Must-Have für jeden, der Assetto Corsa spielt, weil um die App kommt man nicht drum herum. So, und die nächste App, die habe ich jetzt hier mal vorbereitet. Ich weiß, es sieht jetzt vielleicht nicht perfekt aus. Da kann man noch ein bisschen mit rumspielen, dass es besser aussieht. Aber das ist ACTV Competizione für all diejenigen, die gerne Assetto Corsa Competizione Grafiken haben möchten. In Assetto Corsa ist das hier gedacht. Und wie ihr sehen könnt, es sieht schon, es geht schon in die richtige Richtung. Man kann da noch ein bisschen was rumstellen auch. Es gibt da auch so einen Config Tower, wo man sich dann noch verschiedene Sachen anzeigen lassen kann hier.
Number of Cars per Tower. Könnte man jetzt hier auch noch ein 11. Auto, ein 12. ein 13. und den Tower ein bisschen größer machen. Man könnte hier die Gaps als Intervalle, als Gaps zum Vordermann etc. anzeigen lassen. Also da gibt es auch jede Menge Spielereien. Also für all diejenigen, die gerne ein Assetto Corsa Competizione Overlay in AC haben möchten, habe ich euch auch den Link unten reingepackt. Das ist auch eine ziemlich coole Mod oder eine ziemlich coole App, die es für Assetto Corsa gibt und die man sich auf jeden Fall holen sollte. Eine weitere App, die wirklich ständig bei mir zum Einsatz kommt, ist die Drone Cam. Und das ist eine relativ simple App, mit der man aus seinem Controller eine Drohne machen kann. Und wer sich mit Fotografie und Videografie in Assetto Corsa ein bisschen auskennt, weiß, dass es einen kleinen Trick gibt, indem man ein, zwei Zeilen in ein paar INI-Dateien umändert, dass man mit F5 dem Wagen folgen kann im Replay und mit F7 eine freie Kamera bekommt. Wenn ihr auch das lernen wollt, wie man das macht, ich habe euch mal ein Video oben verlinkt. Es ist ein älteres Tutorial, wo es um Screenshots geht, aber schaut das euch gerne an, da wird es erklärt, welche Zeilen ihr umstellen müsst. Und dann könnt ihr mit der Dronecam auch durchstarten, weil dann wird euer ganz normaler Xbox-Controller wird dann zu einer Drohnenkamera oder x-beliebiger Controller. Und dann könnt ihr mit den Sticks da rumfliegen, ihr könnt mit den Bumpers hoch und runter, ihr könnt mit den Schulterbuttons einen Tilt machen. Und das ist alles sehr, sehr frei dann einsetzbar. Man kann wirklich tolle Aufnahmen machen. So mache ich zum Beispiel immer die Mods des Monats hier auf dem Channel. Und für mich die App, um geile Aufnahmen zu machen von allen möglichen Autos, ohne dass man sich irgendwelche Kamera-Presets anlegen muss, etc. Und ganz zum Abschluss schauen wir noch auf diese wunderschöne App. Das ist die Tires Extended App. Und die hat erst ein neues Update bekommen. Und ich muss sagen, ich finde diese App einfach richtig, richtig gut. Es wird immer mehr berechnet in Assetto Corsa. Immer mehr verschiedene Punkte am Reifen, Kontaktpunkte am Reifen. Und diese App kann dir wirklich alles anzeigen. Ich weiß, die Shades of Green and Blue, die sind jetzt hier alle sehr ähnlich. Aber man hat drei Flächen hier außen. Und wenn man bestimmte Fahrzeuge fährt, gibt es dann auch mal Unterschiede zwischen der Kerntemperatur und der äußeren Temperatur und dann der Oberflächentemperatur vom Reifen. Und das kann man sich hier alles anzeigen lassen. Zudem gibt es jetzt hier die PSI-Anzeigen und der Verschleiß, das sind diese Balken. Die PSI-Anzeigen werden jetzt sogar angezeigt, wie viel du zu viel oder zu wenig du hast. Und wenn es dann 1 überschreitet, kannst du sagen, okay, ich gebe nochmal einen Klick hier. Minus 1 steht jetzt zum Beispiel beim Reifen vorne rechts, dann weiß ich, okay, ich muss da plus 1 noch gehen, weil da habe ich gerade aktuell ein PSI zu wenig Druck im Reifen für das, was als Idealdruck in der Fahrzeugmod angegeben ist. Finde ich extrem clever und für mich ein Must-Have für all diejenigen, die Fahrzeuge fahren, die auch mit dem Custom Shaders Patch mit der neuen Physik ausgestattet sind. Und das waren sie dann auch schon, meine Top 9 Favorite Apps für Assetto Corsa. Wenn euch was gefehlt hat, dann schreibt es mir unten rein in die Kommentare, würde mich brennend interessieren, welche Apps ihr noch so benutzt. Und ich hoffe natürlich, dass eure Festplatte noch nicht vollläuft mit den ganzen Mods, die ihr ständig um die Ohren geworfen bekommt. Falls doch, dann schaut euch vielleicht das Video an. Da gibt es einen Trick von 10 Tricks für den Content Manager, wie ihr eure Daten ein bisschen komprimieren könnt, ohne einen Datenverlust dabei zu haben. Da werden 300, 400 GB mal ganz schnell zu 100. Ansonsten war es das für heute. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und denkt immer daran, ihr seid alle Champions. Ciao!